Guten Morgen. Wie sieht die Landwirtschaft der Zukunft aus? Der Bundesrat hat seine Vorstellung mit der Agrarpolitik 2022 plus skizziert. Er möchte unter anderem den Umweltschutz, die Artenvielfalt und das Tierwohl stärken. Ja, es hat schon. Ja, fett und munter. Die Vision ist, dass wir Landwirtschaft machen können, wo es eigentlich allen gut geht. Also wirklich am Boden und den Pflanzen und den Tieren, aber halt eben auch den Menschen. Das Landwirtepaar will mit 500 Genossenschaftern zusammenarbeiten und mit ihnen die Kosten, die Arbeit und die Ernte teilen. Ich freue mich auf den Fenkel, auf die erste Ernte. Und dann hegen wir den natürlich hegen und pflegen. Der Geschmack ist viel intensiver. Ich habe auch früher Gemüse gegessen natürlich und so, aber das ist so ein intensiver Geschmack. In der Schweiz schließen jedes Jahr rund 1000 Betriebe. Zu groß der Aufwand, zu tief die Preise für ihre Produkte. Auf diesem Hof soll das wirtschaftliche Risiko auf viele Schultern verteilt werden. Ein Film über eine Idee, wie Landwirtschaft auch funktionieren könnte. Du, wenn du deine Telefonate fertig gemacht hast, dann könntest du auch noch ein bisschen Krise kommen. Nur man hört die Ummotoren und denkt, es ist dir wieder irgendetwas eingefallen. Wir haben immer spannend, wirklich viel. Wir ernten recht aufwendig. Es ist nicht so eine grosse Krisenanlage hier. Und dann nehmen wir wirklich nur die dünkelsten. Und man muss auch immer wieder probieren, ob sie gut sind vom Aroma her. So, ich würde mal lernen, mein Krätzchen. Tina Siegenthaler und Finn Thiele konnten den Hof vor 3 Jahren pachten. Bei der Kirschenernte könnten sie jede helfende Hand gut gebrauchen. Die sind auch schon reif, aber einfach noch nicht rot. Obstbau ist ein gutes Beispiel, oder? So, das, was wir jetzt hier machen, das könnte viel ökologischer sein. Aber das ist dann mit mehr Aufwand verbunden. Und wenn man da irgendwie wirklich ein paar Leute hat, die uns unterstützen, die irgendwie das auch helfen, finanziell tragen und auch den Arbeitsaufwand helfen tragen, dann ist es möglich. So. Und jetzt im Moment, wenn man halt für den Markt produziert, macht man halt viel Abstriche, wo man aber eigentlich gern machen wird. Eigentlich für den Hof oder für irgendwas, aber es liegt einfach zeitlich nicht drin. Und manche Sachen werden halt dann einfach, kriegst auch kein Geld dafür. Ne? Also du kannst da, sag mal, den Hof nur so aufräumen, wie du willst, aber zahlt wirst du dafür nicht. Der biologische Landbau ist Knochenarbeit. Die Ackerkratzdistel bekämpfen, weil wenn die hier Überhand nimmt, dann hast du einfach weniger Futter auf der Weide. Und wie soll ich sagen, setzt auch irgendwie keine auch giftigen Mittel ein, sondern das kannst du einfach mit der Sense machen. Wir haben mal so Arbeitszeiterfassung gemacht, um eben mal zu schauen. Und da sind wir so zwischen 250 und über 300 Stunden im Monat. Das sind fast doppelt so viele Stunden, wie ein normaler Arbeitnehmer leistet. Dafür zahlen sie sich momentan je 1.700 Franken Lohn aus. Zurzeit sind 35 Rinder auf dem Hof. Ihr Fleisch ist eine wichtige Einnahmequelle. Die Tiere hier, das sind eigentlich die sogenannten überzähligen Kälbchen aus der Milchwirtschaft. Weil die Kuh jedes Jahr muss ein Kalb gebären, das sie Milch geben kann. Und nicht jedes Kalb kann wieder zu einer Milchkuh werden. Und dann kommen sie zu uns, die Tiere, wenn sie etwa 6 Monate alt sind. Und fressen bei uns die stotzigen Wiesen ab und machen eigentlich aus dem Gras und aus dem Klee, wo wir Menschen nicht essen können, machen sie quasi eigentlich Gülle und Mist, wo wir wieder brauchen für die Bodenfruchtbarkeit, für die Düngung und machen Fleisch, wo wir dann wiederum essen als Menschen. Die Tiere sind jedoch ein Diskussionspunkt.
Was sich abzeichnet, ist, dass wir weniger Tiere werden haben. Es gehört wie so dazu, dass Finn und ich, die jetzt den Hof führen, dass wir so eine Grundoffenheit müssen haben für halt wirklich auch betriebliche Änderungen. Die beiden teilen sich den Hof mit der Gemüsekooperative Ortoloco. Auf gemeinsamen Anbau setzen in der Schweiz bislang rund 70 Kooperativen, unter anderem in Bern, Basel und vor allem in der Westschweiz. In Dietikon bei Zürich produziert Ortoloco ausschließlich Gemüse und verteilt es wöchentlich an die 500 Mitglieder. Als Gegenleistung verpflichten sie sich für ein Jahr und bezahlen einen fixen Beitrag im Voraus. Als Genossenschafterin arbeitet Ruth Meyer-Kopp mehrere Tage im Jahr mit, so wie alle Mitglieder. Die Knossis leisten 70% der betrieblichen Arbeiten. Wieso schaffst du mit? Weil es mir Freude macht. Und ein grosser Garten, wo viele Menschen bewirtschaftet, ist man unabhängiger, weil man kann einfach denken, wenn man Zeit hat. Und wenn man im Sommer irgendwo weg ist, die Ferien oder so, dann machen die anderen für einen das und die Sachen gehen nicht kaputt. Die Gemüsekooperative hat 3 angestellte GärtnerInnen. Die kannst du nehmen. Grundsätzlich ist eher früher zu früh als zu spät, weil wir so viele Früchte an den Pflanzen lassen. Mhm. Und darum muss man sie regelmäßig wegnehmen, weil sonst macht sie nicht mehr neu. Ja, genau. Also die 4 kann die ich alle. Nehmen. Ja. Also alles, okay. Was auch irgendwie eine Größe hat, wo du findest, das ist. Die da? Das lohnt sich, die kannst du auch schon nehmen. Okay. Komm nicht weg. Also da oben, die wachsen noch ein bisschen weiter. Ja, wir bauen eigentlich alles an, was unsere Genossis gerne essen. Es sind, glaube ich, 50 Kulturen verschiedene insgesamt. Und die Anbauplanung machen wir immer so ein bisschen Ende Jahr für das nächste Jahr, wo alles draufsteht und recht übersichtlich, was wie lange auf dem Beet, also jedes Beet ist eingezeichnet. Wir haben 13 Parzellen und das ist eigentlich unsere Fruchtfolge. Die geht immer von Parzelle zu Parzelle. 10 Jahre nach der Gründung bildet Ortoloco das Fundament für den nächsten Schritt. Den ganzen Hof mit dem Getreide, dem Obst und den Rindern solidarisch bewirtschaften. Weil es halt viel, viel konsequenter ist, wenn man einen ganzen Hof solidarisch führt und nicht einfach nur einen Betriebszweig. Also bisher war es das Gemüse und das Gemüse ist abhängig vom Hof, also wegen Mist zum Beispiel, wegen der Flächen, wegen der Infrastruktur und es gibt dann relativ schnell ein Ungleichgewicht. Also wir haben jetzt auch gemerkt, das Gartenteam, das ist wirklich super, die haben super Arbeitsbedingungen. Die Genossenschaftinnen und Genossenschaften sind dabei, das Gemüse ist wirklich solidarisch produziert. Und der Hof, der quasi eigentlich wie ein Teil auch ermöglicht, dass das so produziert werden kann, das Gemüse, ist dann eben nicht solidarisch. In Zukunft sollen die GenossenschafterInnen auf dem ganzen Hof mit seinen 20 Hektaren mitarbeiten. Heute informieren sich die Mitglieder der Gemüsekooperative darüber, was auf dem Hof produziert wird und welche neuen Lebensmittel dazukommen könnten. Gut. Wir haben insgesamt jetzt so etwa um die 7 Hektar Ackerland, wo wir bewirtschaften. Dort drauf haben wir eine sogenannte Fruchtfolge. Das heisst, auf jedem Platz, den wir haben, bauen wir nicht jedes Jahr das Gleiche anbauen, sondern es rotiert. Aber bisher ist der Mais recht wichtig für die Winterfütterung der Rinder, damit die nicht vom Fleisch gehen. Also wirklich so sprichwörtlich. Dann etwas, was ganz klassisch auch ist, ist der Dinkel. Der braucht im Gegensatz zum Weizen extrem wenig Nährstoff. Und ein ganz, ganz wichtiger Teil der Fruchtfolge ist Kunstwiese. Und das ist extrem wichtig für den Biolandbau, aber auch allgemein für die Landwirtschaft, weil das gibt dem Boden wirklich eine Pause. Ist das irgendeine Option, dass wir in Zukunft Linsen haben? Ich habe viel mehr Weizen als Mais zum Beispiel. Wenn du vom Boden ausgehst, also in welcher Form
geht denn das auf mit diesen Tieren und so? Würde das die Anzahl Tiere, die der Hof sozusagen braucht, dann klar abholen? Wieso macht ihr da mit? Aus Lebensfreude, weil wir gerne unser eigenes Gemüse haben, wo wir wissen, woher das kommt und wie das gemacht wurde. Ja, und ich, weil ich wirklich gern mitarbeite, weil ich gern mit der Erde arbeite und weil ich auch von daher komme, so von der Kindheit her. Und ja, es ist generationenübergreifend. Es gibt viele junge Leute, es gibt auch ein paar Ältere wie mir. Und das ist noch ein schöner Gedanke. Weil ich es mega wichtig finde, dass unsere Gesellschaft sich mit Themen wie Umwelt, Ernährung usw. so weiter auseinandersetzt. Es gibt Utopie dazu, selbstverständlich. Das ist, die Selbstversorgung ist lässig. Und am Schluss gibt es etwas, das du essen kannst, das einfach zu geil ist, weil du es selber gemacht hast. Also, ja. Das probiere ich einfach wie auch weiterzugehen und so. Und ich merke, manchmal ist es ein Reden im Wald oder ich weiß nicht was. Die Leute denken, ja, das ist so einer oder ich konnte es noch selten jemanden überreden, der gefunden hat, ja, voll geil, komm ich auch gerade so. So nur immer, ja, aber, und ja, aber, es kostet ja mega viel und ja, ich habe keine Zeit und ja, ist schon schön und das ist aber ein Privileg für die, die es können leisten können, aber es können auch nicht alle und dann mache ich es nicht. Das ist eher das, was mich zu 80% eher gehört. Aber das ist mir gleich, also. Gut, also, Thema Finanzen. Freut mich sehr, dass Sie so viele Leute interessieren dafür. Es ist immer so etwas trocken und manchmal schrecken die Leute ab. Tex Tschurtschenthaler ist Buchhalter und einer der Mitgründer der Gemüsekooperative. Wie bisher, ein bisschen Obst und Most. Wie ist es denn im Vergleich zu jetzt im Bioladen kaufen? Einfach nur mal, um es abschätzen zu können. Du kannst es nicht vergleichen. Weil das sind andere Betriebe, oder? Wenn du in den Laden gehst, hast du einen Zwischenhandel, der auch noch Geld will, oder? Also das ist einfach nicht vergleichbar. Um die jährlichen Betriebskosten des gesamten Hofes zu decken, sind voraussichtlich 740.000 Franken an Einnahmen durch die Abos nötig. Ein Vollabo mit allen Produkten würde 2.850 Franken im Jahr kosten oder 240 Franken im Monat. Noch ist nicht sicher, ob diese Rechnung wirklich aufgeht. Vieles ist unklar. Der Aufbau einer solidarischen Landwirtschaft braucht Zeit. 20 besonders engagierte Knossis leisten die Denk- und Organisationsarbeit, die meisten ehrenamtlich. Gemeinsam wollen sie den Hof nicht nur bewirtschaften, sondern kaufen. Die Idee: Ortolocco gibt der GmbH von Finn und Tina ein Darlehen. Nötig ist ein Betrag jenseits der Million. Wie gesagt, das mit dem Hofkauf, das wird uns wirklich noch richtig durchschütteln. Und bei uns wird die Arbeit auf dem Hof auch nicht weniger. Also gerade wenn ich all die Äpfel da sehe, den Bäume hängen, die kommen nicht von oben runter. Also wenn wir ganz ehrlich sind, haben wir die 1-4 noch nicht zusammen. Auch mit den unverbindlichsten Zusagen noch nicht. Mhm. Aber wir ja, ich sag, aber wir haben einen grossen Teil zusammen mit den unverbindlichen Zusagen, zum Teil schon mit sehr verbindlichen Zusagen. Und danach wird es dann ausstellen, wenn wir ein paar Hunderttausend von der Bank holen können. Aber das ist dann auch nicht matchentscheidend. Wenn wir sagen, wir wollen uns den Hof leisten, oder? Und für das sammeln wir Anteile einsammeln. Und Punkt, oder? Das ist mal einfach so das, was wir wollen, oder? Ob das klappt, steht noch in den Sternen. Noch gehört der Hof ihm, Samuel Spahn. 35 Jahre hat er darauf gewirtschaftet. Nun will er verkaufen. Ein wichtiger Teil ist einfach gerade mal da unten, das ist quasi die Basis. Aber wir haben noch etwas Land dort unten, oben am Rangierbahnhof. Auch gerade da unten am Hocker, da gehört dann noch etwas dazu. Und kommen dir jetzt den Käufer von der Genossenschaft entgegen? Ja. Wieso? Aus ideellen Gründen, Ich habe nie schlecht gelebt, aber das Geld war mir trotzdem nie der wichtigste Antrieb, um etwas zu machen. Sein ganzes Leben hat sich der Biopionier der Landwirtschaft verschrieben. Von den jetzigen Pächtern
wollte er sich zuerst ein Bild machen. Ich habe das auch verlangt, dass sie eine Ausbildung haben. Das ist auch von mir. Ich will keine Halbschüler da, die auf dem Betrieb irgendetwas machen. Ich will, dass die etwas verstehen von der Sache, oder? Das ist auch, ich habe einmal eine Meisterprüfung gemacht und habe mich auch stetig weitergebildet. Und ohne das geht es einfach schlicht nicht. Das ist in der Landwirtschaft nicht anders, oder? Tex Tschurtschenthaler will keine Zeit verlieren. Bald erfährt er, ob die Genossenschafter und Genossenschafterinnen bereit sind, den Kauf des Hofes mittels Anteilsscheinen zu finanzieren. In seinem Atelier am Stadtrand von Zürich werden jeden Moment die Resultate der virtuellen GV aufgeschaltet. So, 17:53 Uhr, es geht noch 7 Minuten. Aber ich tue mich schon mal einloggen. Bist du ein bisschen angespannt? Ja, ich bin schon sehr neugierig. Ja, mal. Einmal abstimmen kann man nicht mehr. Das ist schon mal so. Hey. Okay. Ja, es ist Sonne, klar. Es ist gar keine Frage. Leck. Was ist das da? Ja, jetzt die drei Anträge, die drei Darlehensanträge sind angenommen worden mit 112 von 114, beziehungsweise 109 von 113, beziehungsweise 113 von 115. Also einfach, es ist eindeutig. Ortoloco will den Hof kaufen. Ja. Ja, cool. Also, dann machen wir das. Ein Projekt scheint auf Kurs. Doch Tex Tschurtschenthaler möchte mehr. Er will mithelfen, die Idee auch in die Berge zu bringen. Die Surselva, Kanton Graubünden. Hier soll die erste solidarische Landwirtschaft, kurz Solawi, in den Bergen entstehen. Eine Perspektive für die unter Druck stehenden Bergbauern. Ich vermarkte alle Produkte, die ich habe, direkt. Sprich, ich habe einen kleinen Kundenkreis aufgebaut. Vor allem im Unterland. Meistens tue ich ein- bis zweimal im Jahr Metzgen. Also ich bin eigentlich bis zum letzten Moment bin ich bei meinen Tieren dabei. Hebe die. Ja, und das wäre nicht möglich, wenn ich jetzt einfach in den Kanal hineinliefere für Grossverteiler. Weil dann wird es einfach abgeholt und ins Unterland gefahren und dort gemetzelt. Ja. Ich habe gern, wenn ich weiss, wo meine Produkte gehen. Und dann auch gerade etwas halt, von der Wertschätzung mitbekommen. Das ist für mich auch eigentlich ganz am Anfang gestanden, wo ich mich anfange an interessieren für die Solawi, um den Kontakt zu den Kunden halt auch noch ein bisschen intensivieren. Und darum bin ich eigentlich auf die Solawi gekommen. Das ist so der erste Gedanke gewesen, ja. Jonas Ley kommt ursprünglich aus Zürich und pachtet den Betrieb seit 4 Jahren. Ja, die Landschaft habe ich auch gerne hier. Das Wilde und zum Teil Archaische, was es noch hat. Das gefällt mir sehr hier oben. Und die Bauern tue ich, weil ich sehr gerne einen Umgang habe mit den Tieren. Ja, und auch mit den Pflanzen können arbeiten. Sei es jetzt auf der Wiese, im Wald. Ja. Von was lebst denn du, Jonas? Ich lebe primär von den Direktzahlungen und von den Produkten meiner Tiere. Ja. Ja, der Umsatz
der liegt vielleicht irgendwo bei um die 60'000 rum, alles zusammen. Genau. Und ja, eben, was dann am Schluss bleibt, sind so die, sagen wir, 10'000 bis 15'000, ja. Von dem lebst du? Ja, von dem lebe ich, ja. Diesen Jahresgewinn erwirtschaftet er alleine. Erhaltung des Betriebs, das ist eigentlich das grösste Projekt momentan. Teil des Solawi-Projektes ist auch Sepp Gandines in Sumwitsch. Der Bergbauer hat verschiedene Standbeine. Nebenbei machen wir Trockenmauern. Das Hauptziel mindestens ist sicher so, dass es Biodiversität fördert. Ich habe auch Studierschutz und Mäderung zu machen. Eine Idee wäre auch gewesen, könnte ich das hauptberuflich machen. Aber körperlich, gesundheitlich, jeden Tag so, das kann ich. Wenn du zwei Tage gemacht hast, dann musst du irgendetwas machen, wo ungefähr gerade stehst. Sonst geht es nicht. Sepp Gandines kann sich vorstellen, seinen Betriebszweig Obst in die solidarische Landwirtschaft zu geben. Obstbäume ist es langsam ein bisschen zu viel. Es wird ein bisschen zu viel. Ich bin auch nicht mehr der Jüngste, oder? Und wenn ich sehe, wie viel Most es könnte in ein paar Jahren geben und wir gleichzeitig das mit dem Markt aufgeben haben, dann haben wir Mühe, um das am Mann, an Frau zu bringen. Und dort wäre die Idee, dass mit der solidarischen Landwirtschaft, sie können mir helfen, aber können den Obst sozusagen gerade haben. Und so weiß ich ganz sicher, dass es verwertet wird, weil das kann ich nicht haben, dass es einfach am Boden ist. Und dass ich auch nicht drauflege, oder? So ist ein Nullsummenspiel. Und von der Solawi wird es entgolten, dass meine Arbeit entschädigt wird. Von was lebst du? Also finanziell von der Direktzahlungen. Zuerst absolut. Und nachher vom landwirtschaftlichen Betrieb. Mutterkuhhaltung ist auch gesagt. 50 Hennen haben wir noch. Und das ist es schon. Sepp weiß noch nicht, wann er aufhört. Und auch nicht, was dann mit seinem Hof passiert. Momentan gibt es so etwas, glaube ich, nicht in der Schweiz, dass sein Hof nicht mehr beim Landwirt ist, sondern bei einem solidarischen Landwirtschaftsverein, momentan der, den wir gegründet haben, oder später eine Genossenschaft. Vor einem halben Jahr ist Samuel Spahn zusammen mit seiner Frau in eine Stadtwohnung gezogen. Zurück auf seinen Hof kommt er vor allem zum Musizieren. Das hat für mich so ein bisschen Lebenswerkqualität, oder, was da hinten ist. Ganz. Überall, wo ich anschaue, sehe ich meine Arbeit, die ich gemacht habe in den letzten 35 Jahren. Es hat so Zeiten gegeben, in denen ich zu dem Ort auch so fast ein bisschen Hassliebe hatte. Oder? Also ich war da, ich hatte meine Möglichkeiten. Aber verdammt, das hat mich huren angestrengt. Und ich habe unglaublich viel geschafft in dieser Zeit. Ich habe in der Saison des Öfteren 70-Stunden-Woche. Und ich habe wirklich sehr viel geschafft, sehr hart geschafft. Aber das war nicht einmal wahrscheinlich nicht das Schlimmste. Es war mehr gewesen, dass mich ganz viele andere Sachen auch noch interessiert hätten. Und das ist halt einfach neben dem.
arbeitsintensiven Betrieb, bio geführt und mit sehr, sehr einer vielseitigen Betriebsstruktur. Also Obst, Ackerbau, Tier, Direktverkauf. Ja, es ist einfach halt dort alles reingelegen, was man noch gerne gemacht hätte, sonst auch noch. Ich habe gut gelebt auf dem Hof, oder wir haben gut gelebt auf dem Hof, aber es hat nicht gelangt, um irgendwelche Ersparnisse aufzuhäufen. Ich habe zwar AHV, aber die Bauern haben keine Pensionskasse. Wir haben erst so ein bisschen, zu einem relativ späten Zeitpunkt ein bisschen Geld gehabt, um die dritte Säule zu öffnen. Aber das lange nicht dran. Und all meine Ersparnisse, alles, was ich erarbeitet habe in meinem Leben, steckt eigentlich in diesem Hof. Und sonst habe ich nichts. Und darum muss ich ihn verkaufen, wenn ich jetzt nicht mehr selber wirtschaftlich aktiv bin. Oder? So ist das. Zu Hause bei Genossenschafterin Ruth Meier-Kopp. Die Gemüsefelder, von denen sie und ihr Mann sich mehrheitlich ernähren, liegen in Sichtweite. Schön, wie sie sich schneiden lassen. Ja. Für den Hofkauf überweisen die beiden ein zinsloses Darlehen von 20.000 Franken. Gerne, genau. So, das ist jetzt die Tortolocca-Tasche. Eine Gurke, Aubergine und eine Zucchetti. Bohnen mit Bohnenkraut, Salat, Schnittmangold, ganz viele Tomaten, Äpfel und Eier. Das da ist die Fülle von dem, was man in der Tasche hat. Und das lange der Woche. Wir sind froh, dass wir es aber teilen mit jemand anderem. Ja. Zusammen kochen sie, was die Ernte ein paar Tage zuvor hergibt. Zu diesem Menü haben wir jetzt zugekauft, die Herdöpfel. Würde es auch ohne zukaufen gehen? Kommt darauf an, was für Zutaten man wählt. Oder? Jetzt mit den Herdöpfeln ist es, wenn wir jetzt... Also wir haben Herdöpfel vom Hof, aber nicht jetzt. Also was brauchen wir eigentlich, die Kohlenhydrate im Moment, oder? Wenn man noch keine Solavi hat, ja vor, dass man auch Weizen und Pasta beziehen kann. Und im Moment, wo das noch nicht möglich ist, ja, dann haben wir es halt vom Laden noch. Ja. Jetzt kommen wir ganz schnell Zwiebeln zum Zug. Ich habe auch früher Gemüse gegessen natürlich und so, aber seit wir wirklich vom Ortolocos Gemüse haben, das ist so ein intensiver Geschmack. Also vor allem krass ist es bei den Tomaten. Also ich habe noch nie so Tomaten gehabt mit dem Ortoloco. Das ist gewaltig. Der Mango braucht nicht mehr, oder? Klar hat die Tasche nicht ewig, was drin ist. Und manchmal muss man sich auch danach richten und manchmal gibt es für mich persönlich auch zu viel vom Gleichen. Oder? Dann ist es halt einmal so, dass es vielleicht zwei, dreimal hintereinander Ähnliches gibt oder Gleiches. Aber, ja. Super. Ja, ebenfalls. Gerade jetzt, wo wir eine schwierige Zeit haben mit dem Virus, so eine Nachfrage war auch nach dem, dass wir eben mehr regionale Sachen Produkte, Nahrungsmittel kann haben, wo man nicht angewiesen ist aufs Ausland. Ja, das ist ein grosser Punkt, finde ich. Dass man wirklich selbst, das Thema Selbstversorgung. Also nicht, dass man den Anspruch hätte, sich komplett können selbst zu versorgen in der heutigen Zeit, aber doch wieder ein bisschen zurückzukommen. Wir sind jetzt 2/500 Bauern von diesen 500 Genossenschaften. Genau. Auch in der Surselva geht es vorwärts. An diesem Wochenende finden Schnuppertage für die solidarische Landwirtschaft in den Bergen statt. 20 Personen aus dem Unterland packen auf verschiedenen Betrieben mit an. So. Denn du würdest dann gerade voraussäckeln lassen, wenn die Kühe herabkommen. Und zwar die Straße du ab. Ja. Es geht etwa 400 Meter. Ja. Da gibt es eine Spitzkehre und bei dieser Spitzkehre haben sie eine neue Strasse gebaut, die geradeaus geht. Und dort dürfen sie nicht. Sie müssen die Kehre machen. Und die überrennen die nicht. Also einfach so, wenn sie kommen und die anschauen, und dann gehen sie weg, ganz sicher. Ja. Aggressivität ist heute nicht dumm. Weil sonst
könnte man nicht einfach so herspazieren. Also, bei einer Wanderung und so rein würde ich mich nicht trauen. Auch ich selber. Die erste Erfahrung, die ich sammle zum Hütetreiben. Ich habe früher in der Kindheit mal Schafe getrieben. Aber das wird wahrscheinlich eine andere Erfahrung geben. Jetzt, ja. Also die Nähe zu den Tieren macht sicher etwas mit einem, das glaube ich schon. Was macht es mit dir? Eben, dass man bewusster vielleicht dann so Produkte konsumiert. Wir müssen den Kot der Kühe verteilen, damit die Nährstoffe ein bisschen besser verteilt sind auf den Wind. Das war mein Job, ein paar Stecken runterzutun. Ist super, ja. Also, mir gefällt so Arbeit sowieso. Ich renne voraus und dann gibt es einmal so eine Haarnadelkurve, wo die Straße gerade ausgeht. Ich muss die Geradeausstraße dann absperren und hoffe, dass die Kühe die Haarnadelkurve nehmen und mich nicht überrennen. Zählen und dann geht's los. 20! Gehst du gerade dort her und schaust, dass sie nicht unten reingehen. Und du gehst dort her und schaust, dass sie die Kurve nehmen. Ja, es wäre auch ohne mich gegangen, glaube ich, da jetzt in dieser Kurve. Aber das haben wir ja nicht können wissen vorher. Hey! Hi, hi! So, jetzt! Hei, hei, hei! Sind alle da? Ja. Ja. Ui, 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 das ist jetzt. Ein bisschen Action gewesen, ha? Ja. Ich habe so ein bisschen wieder Eindruck, dass der Sepp heute wie zwei Herden hat, oder? Und nicht nur eine. Weil auch wir Menschen funktionieren ein bisschen wie Herden. Ich merke so einfach ein paar Sachen, die man sicher für dann, wenn dann Bergsolawi so richtig losgeht, wo wir wirklich darauf schauen müssen, dass es nicht, auch irgendwie ein, also mühsamer wird für den Bauer mit uns als ohne uns. Oder? In Dietikon stimmt die Genossenschaft darüber ab, wie der Hof in Zukunft bewirtschaftet werden soll. In Zeiten der Pandemie versammeln sich die Mitglieder in der nahen Reithalle. Die Produkte werden in die Quartierdepots verteilt. Ich hoffe und gehe davon aus, dass die außerordentliche Generalversammlung den vorliegenden Ideen zustimmt und freue mich, wenn der Hof so erhalten bleibt. Als kleiner Ort mit großen Hoffnungen, als Bio-Oase, als Beispiel dafür, dass Landwirtschaft auch ohne Ausbeutung und von Mensch und Umwelt funktionieren kann. Was passiert jetzt, wenn wir einen Totalschaden haben? Das ist wie wenn man halt eine Firma hat, ein Unternehmen, hat man ein Unternehmenrisiko. In dem Heft steht drin, dass die Anzahl der Rinder den Essgewohnheiten der Mitglieder angepasst wird. Und da würde ich noch ein bisschen mehr, gerne mehr etwas darüber hören. Das neue Hofkonzept, das Budget und die geplanten Investitionen werden mit großer Mehrheit angenommen. Zwei Jahre Planung, Diskussionen und Denkarbeit zahlen sich aus. Für den Hofkauf zeichnet jeder Haushalt durchschnittlich 6.500 Franken Anteilsscheine. Manche deutlich mehr. Ich kann mehr geben und auf dem Grund unbedingt auch möchte mehr geben, weil das für mich so wichtig ist. Ich kann so Springer-Einsätze übernehmen. Mich kann man manchmal anrufen, es hat noch niemand zum Fahren, morgen kannst du bitte fahren. Dann kann ich oft
Dafür bin ich beim Kapital kann ich nicht viel, ich kann nicht viel Kapital bieten, wo dann nachher festsitzt, weil mein Geldfluss ist ja, ein bisschen anderer. Ja, also meine Partnerin und ich, wir haben gesagt, wir investieren jetzt mal 15'000 Franken investieren in die Anteilsschein. Das ist ein Teil von unserer Altersreserve. Aber wir haben das gemacht im Bewusstsein auch, dass viele Leute weniger Anteilsschein werden können zeichnen. Und wenn wir es können, dann machen wir es. Ab nächstem Jahr erhalten die beiden Landwirte statt 1'700 je 4'100 Franken Lohn. Heute geben Tina Siegenthaler und Finn Thiele ein Rind an einen Großverteiler. Voraussichtlich zum letzten Mal. Von der Emotion, mei. Ja, war schön, dass es hier war, dass er das hier noch ein schönes Leben gehabt hat für die Zeit. Und ja, ich esse ja auch Fleisch und von dem her, also ich kann da schon gut dahinter stehen. Aber es ist natürlich schon jedes Mal ein Abschied, ist klar. Weil kriegst du klein, kriegst du. Und wenn sie halt dann so weit sind, dann müssen sie halt gehen. So. Ab nächstem Jahr sollen vor allem die Mitglieder der solidarischen Landwirtschaft das Fleisch der Tiere konsumieren. Ein Biorind darf nicht älter als 27 Monate sein und sein Schlachtgewicht nicht mehr als 280 Kilogramm betragen. Das schreibt der Großverteiler vor. Es geht halt dann auch mit so ums, sag ich mal, ums Gesamtgewicht oder mit dem Schlachtgewicht Kilo wird halt dann auch runtergefahren. Das heißt, du musst sie wieder früher abgeben, wenn sie eigentlich den Knopf aufmachen würden. Du musst sie schlachten, wenn sie wieder wachsen. Komm. Ja, genau so. Und das Argument ist halt, dass der Konsument nicht ein zu großes Entrecote dann zum Beispiel abgepackt hat, weil das wäre ja zu teuer, obwohl ja der Kilopreis genau gleich ist. Mach da mal noch zu. Eine gut. Ja. Müssen wir einfach warten, schnell kommen. Komm, ein Schritt, ein Schritt. Hopp, hoppala. Isst du Fleisch? Nein. Ich habe gerne Tiere. Ich habe gerne lebende Tiere. Ich finde es ist auch schön, wenn es auf einem Hof das hat. Genauso wie Hunde und Katzen. Aber natürlich, wenn man sie dann auch schlachtet, ja, dann ist es halt für die, die es möchten essen. Richtig. Wenn man jetzt sehen, dass man zu viel Fleisch produziert, dann wird das eher ein Thema werden. Also, das dann nicht nur von mir kommt, würde ich aber machen. Also, wenn es nicht käme, würde ich das empfehlen, dass man jetzt halt weniger Rinder hat. Ja. So. Und raus geht's. Komm, alle hoppa. Es ist halt wirklich so, wir brauchen eigentlich die Gülle, wir brauchen den Mist, damit die Böden fruchtbar bleiben. Und das ist ein ganz anderes Konzept, wenn du nachher mit Methoden, mit Gründüngung oder ja, mit in Kauf nehmen von weniger Ertrag oder so, dann du Landwirtschaft betreiben. Und ich denke, es wäre fahrlässig, wenn wir jetzt einfach wieder runterfahren und dann mal schauen, was passiert. Wir sind einfach noch nicht so weit, dass wir mit der Rinderanzahl runterfahren können. Also das hier unten wäre jetzt fast noch flach genug zum Ackerbau machen. Aber weiter oben ist es nicht stotzig. Und dann macht es wirklich am meisten Sinn, wenn man es einfach abfressen von den Tieren. Genau. Und die machen wertvollen Dünger daraus und Fleisch. Und los. So 20 bis 25 Tiere auf die Fläche von diesen ja, 20 Hektar insgesamt braucht es eigentlich schon. Das habt ihr jetzt? Das ja, jetzt haben wir ein bisschen mehr. Aber das wird recht herausfinden sein, wie viel das es
verträgt, wie viel das wir runterfahren können. Wie dass man die Bodenfruchtbarkeit halt dann wirklich noch aufrecht hält. Bei Jonas Ley in Pfalz sind über das Wochenende zwei Familien angereist. Noch vor seinen Gästen muss er sich um seine Schafe kümmern. Einige könnten jeden Moment lammen. Ja. Wie viel hast du denn von diesen Schafen? Im Moment sind es 28. Ah, okay. Aber es sind meistens um die 25. Also ein paar gehen jetzt nicht mit, ein paar Lämmer. Ja. Ja, etwas noch zum Verkaufen und dann sind es nachher noch 4-25. Sonst stelle ich mir eher so etwa bis zwei vor, wo es mal da ist. Und dann habe ich auch Zeit für die Leute, beziehungsweise kann dann die auch so einsetzen, dass sie mir wirklich helfen. Also wenn dann zu viele Leute da sind, irgendwann bin ich dann nur noch am Organisieren und am Koordinieren. Und das soll ja auch nicht die Idee sein. Vera! Wie? Ja, wie? Da unten ist gerade nur eine. Das ist Nachgeburt von der Aue, die gelammt hat. Die frisst sie jetzt. Und ich lasse sie eigentlich fressen, damit sie verraumt ist. Weil jetzt mit den Wölfen ist das halt ja, gut möglich, dass durch Nachgeburt oder das angezogen werden. Jetzt gehe ich hin und nehme ein Lamm und probiere sie mit dem Lamm aufzunehmen in den Stall. Wie? Die werden so zwischen 9 Monaten und jährig. Ja. Also sollen eigentlich den nächsten Alpsommer werden sie noch machen. Ich hatte letzte Woche beim Sturm ziemlich viele Bäume umgeknickt. Und jetzt habe ich die Weide geräumt. Wie hat es dir gefallen? Ja, sehr gut. Was hat dir am besten gefallen? Also sicher das mit den Lämmchen. Und dann das Rabenrugeln und Schiessen. Das ist schon lustig. Wie wäre das für euch vorgestellt, dass wir wie so kindgerechte Mitarbeit machen, wo man dann so wie reserviert, wo sich nur Familien anmelden können. Also ich würde sowieso würde ich sagen, Kind, dass man nicht sie irgendwie als Arbeitseinsatz anschaut, sondern halt, sie sind wirklich in dem Sinn als zum Vergnügen da, würde ich jetzt sagen. Oder? Genau. Nicht, dass man sagt, das, was sie macht, ist auch ein Teil der Arbeit. Aber dann ist aber die Frage, machen dann die Eltern Arbeiten, wo sie mitkommen könnten? Oder sind die Eltern einfach frei und machen die Arbeit, die es braucht und jemand schaut, halt für Kinder und macht vielleicht noch den Stall, wenn es gerade passt. Ja, die Kinder sind wirklich sehr verschieden. In ihrem Alter jetzt muss man ihnen eigentlich nicht schauen. Oder? Also, sie sind dann einfach da selber beschäftigt und wir können arbeiten. Oder? Mhm. Und du hast das Gefühl, so eine Mitarbeit würde dir etwas bringen? Ja, definitiv. Ja, ja, ja. Ja, aber sonst mache ich es allein. Wenn ich die Leute oder so Lavi nicht habe. Also, ja, wir haben das jetzt noch gesehen heute Morgen, oder? Wir haben jetzt da der halbe Morgen, sind wir im Holz gsi. Ja, und das ist natürlich eben mit diesen 6 Leuten, das ist unglaublich viel gelaufen. Also da wäre ich mehr als einen Tag dran gsi, bis ich all das verräumt hätte. Ja, von dem her, das bringt schon viel, ja.
Wer bei der solidarischen Berglandwirtschaft mitmacht, verpflichtet sich für 3 Jahre. Pro Jahr sind 3 Tage Mitarbeit geplant. Dafür gibt's Fleisch, Käse und Apfelmost. Eine Mitgliedschaft kostet 1.100 Franken im Jahr. Mit dem Potenzial, etwas zu verändern, also mit den Produzenten wirklich in einen Dialog kommen, was für sie gut ist, was sie sich wünschen, was für uns toll wäre, einen Mittelweg zu finden, der allen Vertriebskanälen und den grossen Betrieben vorbeigeht. Ja. Das würde ich mir leisten. Ja. Man muss es gerne machen, man muss es gerne haben, man muss auch dafür einstehen für die Sache. Ich glaube, da steht noch einiges mehr hinten dran, als nur zahlen und arbeiten gehen. Die Zeit ist reif, so zu denken. Es passiert ja auf anderen Ebenen einiges in diese Richtung. Und von dem glaube ich, ich bin zuversichtlich, dass es klappen kann, dass es mindestens mal als Experiment kann starten kann. Ja. Wenn man weg ist, oder so, ist es natürlich schwierig mit dieser Werksolabi. Aber für mich finde ich das super. Weil ich konsumiere die Produkte eigentlich sowieso. Und wenn ich sie so auf diesem Weg kann beziehen kann, dann ist das natürlich optimal. Also kannst du dir vorstellen, dass du vielleicht Mitglied bist? Ja, schon. Das ist der erste Berg-Solawi-Vertrag, der hier jetzt unterschrieben wird. Ja, genau. Ja. Und? Gutes Gefühl? Ja, super. Wunderbar, wirklich. Ja. Oder? Ich glaube schon, ja. Warte mal. Für das Berg-Solawi funktioniert mit vorgesehenen 5 Betrieben brauchen wir etwa 400 Haushalte mit rund gegen die 1000 Mitgliedern. Wie viel habt ihr schon? Also, gestern und heute sind irgendwie etwa 10 oder 12 zusammengekommen. Und wenn man unsere Kerngruppen noch dazu zählt, sind wir 20. Aber es ist noch ein mega weiter Weg. Das sehe ich nicht so. Sondern? Ich glaube, das geht schnell. Das erste Produkt, Süßmost, wird für die Verteilung unter den GenossenschafterInnen verladen. Ein erster kleiner Schritt ist gemacht. Wenn jemand mir sagt, du musst jetzt sagen, geht's oder geht's nicht, dann glaube ich, es wird nicht so gehen. Glaub's nicht. Aber ich lasse mich dann gerne überraschen. Weil ich sehe auch, wir sind am Anfangsstadium, aber die Motivation der Leute, und was die alles auf die Beine stellen und so, also das überrascht mich immer wieder, immer wieder. Ein Jahr später umfasst die Genossenschaft Solidarische Landwirtschaft in den Bergen 40 Mitglieder. Mittlerweile hat ein zweiter Hof für das Projekt unterschrieben und bald startet die eigene Käseproduktion. Dietikon. 6 Monate nach Gründung der solidarischen Landwirtschaft ist klar, im ersten Jahr wird die Genossenschaft einen Verlust von 50.000 Franken schreiben. Welches Unternehmen oder welches Geschäft hat im ersten Jahr schon schwarze Zahlen? Also es ist irgendwie auch recht utopisch, dass man findet, ja, man mal jetzt, unser Budget geht gerade schon von Anfang an auf. Einige Genossenschafter und Genossenschafterinnen sind im ersten Jahr beim Gemüseabo geblieben und haben noch nicht auf ein Vollabo gewechselt. Mittlerweile können die Mitglieder auf dem Hof Getreide, das Fleisch der Rinder, Öl und Tofu beziehen. Alles eigene Produkte. Das Gemüse wird weiterhin in eines der 17 Depots in der Stadt Zürich gefahren. Jede Woche übernimmt jemand anderes den Abpack oder den Fahrdienst. Ready to go. In den Depots holen die Genossenschafter und Genossenschafterinnen ihr Essen ab. Also egal, wie schwierig das es manchmal ist und wie viel Knöte das es gibt, es entsteht etwas. Es ist nicht destruktiv, sondern es ist wirklich eben konstruktiv. Und es ist erst am Anfang.
man muss mit einer anderen Haltung daher. Es ist nicht einfach ein Bauernhof führen und Lebensmittel produzieren. Natürlich steht das für mich im Zentrum als Landwirtin, Produzentin. Aber es ist auch ein gesellschaftliches Projekt, wo man halt wirklich schauen will, wie kann man das Ernährungssystem transformieren kann.